So, und damit herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Neuer Cast, und zwar ein neuer Liga-Cast. Die dritte Saison befindet sich ja jetzt langsam schon so in den letzten Zügen. Also wir haben von den meisten Ligen schon alles ausgespielt. Hier sehen wir gerade Liga 3, also meine eigene Liga auch. Und zwar mit Chief, Human und Panzerfahrer, die beide hier ihr letztes Spiel bestreiten diese Saison. Es geht zumindest für Human noch darum, ob er es schafft, entweder erstens mal aus dem unteren Relegationsplatz aufzusteigen und vielleicht sogar in den, bis auf den dritten Platz aufzusteigen. So knapp ist das alles bei uns. Und damit ich mir nicht allein den Mund fusselig reden muss und ein bisschen kompetente Unterstützung dabei hat, ist natürlich auch Mystery mit am Start. Hallo Mystery. Servus. So. Ja, wir spielen hier auf Mongolei, zweites Spiel. Nicht wundern, das erste haben wir live gesehen, das wird quasi jetzt dann noch hier angehängt, aber ich würde sagen, für diesen besonderen Cast starten wir vielleicht einfach mal andersrum, ausnahmsweise. Und wir sehen gleich schon Briten gegen Lakota. Was würdest denn du zu dem Matchup sagen? Bist ja auch ein Lakota, zumindest ein Lakota-Genießer, würde ich sagen. Also ich kenne beide Spielweisen ein bisschen. Ich würde spontan sagen, wenn Panzerfahrer es richtig macht und nicht unbedingt auf Musketiere only geht, hat er vielleicht eine gute Chance, zumindest wenn er H2 zu überleben und im H3 vielleicht dann auch mitzumachen. Allerdings hat Chief Human vor allem am Anfang des Spiels dann doch die besseren Karten, weil er mit den Raids und so extrem nervig sein kann und den Briten auch sehr einschränken kann. Wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, der Chief Human, der macht übrigens gerade die Run-Strat, wie wir sie so schön genannt haben letzte Saison noch. Nämlich die gierigste Strategie für Lakota, die man sich vorstellen kann. Wir sehen einen Handelsposten, wir sehen einen frühen, also wir sehen einen Marktplatz mit Hunting Dogs und einen frühen Handelsposten im zweiten Zeitalter noch, im ersten noch. Ach du Heiliger. Er gönnt sich also richtig. Macht auch Sinn, weil Panzerfahrer wird wahrscheinlich erwarten, dass Human relativ, wie soll man sagen, also ich stelle es mir jetzt so vor, relativ aggressiv vorgeht und raiden und so weiter. Das heißt, da will man natürlich eher kompakt sein und vielleicht ein bisschen Map aufgeben, damit man dafür aber weniger wirtschaftlichen Schaden nimmt von diesen allbekannten Raids. So stelle ich es mir zumindest vor. Ja. Mal schauen, was die beiden dann aus der Situation machen. Ja. Was ich schon mal spannend finde, Panzer ist geidelt komplett im Dorfzentrum. Also der produziert seit 500 Nahrung schon keine Dorfbewohner mehr. Er sammelt aber wie ein Verrückter die Yaks ein. Ja. Er hat 7 Yaks in der Base, kommen 2 noch dazu. Ja. Zu Humans 3 Yaks, die er da hat. Ja, er kümmert der sich dafür gerade schon um sein Age-Up, finde ich gut. Er schafft wahrscheinlich ein relativ anständiges, oder relativ anständig. Wenn er die beiden Yaks noch essen würde, oder? Dann könnte er, glaube ich, hier recht elegant hochgehen. Und ja. Das trotz dem ganzen, trotz dem Greed, der Gier des Todes, die hier veranstaltet, ey. Macht er zwar jetzt leider nicht, ja. Okay, jetzt ja, schon. Jetzt schnappt er sich noch und dann geht's auf. Und das ist schon mal extrem stark, unter 3 Minuten 30. Hat dann schon direkt ein Trading Market mit Hunting Dogs und Trading Post. Und vielleicht, je nachdem wie er das macht, vielleicht noch ein Trading Post. Ja, ja. Das ist natürlich sehr stark. Bin ich gespannt, wie Panzerfahrer das spielt. Da hat er seinen Zwei-Häuser-Start gemacht, holt sich hier auch Markt. Schauen wir mal ins Deck bei Panzerfahrer. Er hat VC noch dabei, also die Virginia Company. Aber ansonsten, für mich fühlt sich das Deck recht spät an insgesamt. Er hat die Kirchenkarte dabei, die ja mit den neuen Sachen auch ausgestattet ist. Aber was sagst denn du so zu dem Deck? Also fürs 1 vs. 1, ich bin kein Fan von Fencing School als erstes. Ja. Mhm. Und die beiden Wirtschafts-Upgrades im dritten sind, glaube ich, für ein 1v1 fehl am Platz, finde ich. Vor allem Briten gegen Lakota willst du nicht, willst du nicht, dass es extrem lange geht. Du willst im dritten Idealfall wegmachen. Ja, ja. Panzerfahrer holt sich jetzt übrigens erst seine Jagdhunde. Währenddessen, also Human ja schon die ganze Zeit auf Jagdhunden. Bin gespannt, was kommt hier von Human durch. Ja gut, er hat sich 4 Dorfbewohner geschickt, eh klar. Und ich bin gespannt auf die zweite Karte. Ich nehme mal an, 5 Dorfbewohner into 700 Gold oder so ein Spaß. Sowas Klassisches kennt man ja von ihm. Oder kennt ihr schon? Zweiten Trading Post. Ja. Wenn er sogar richtig anstellt, kann er sogar einen dritten bauen. Ja, ja, Problem. Ja. Oh Gott, ja. Das sehe ich gerade auch. Bin ich gespannt. Wir werden sehen. Ich würde mir auf jeden Fall einen dritten wünschen. Fände ich super witzig, fände ich super stark, weil 3 Handelsposten Lakota. Aua.
Ja. Wir haben ja auch genau die Idee gesprochen, also besprochen, ob man auf der Karte hier nicht mit Lakota spielen möchte. Genau aus dem Grund, da man mit dem Gold noch extra was kaufen kann. Und das scheint hier für Human richtig schön aufzugehen. Oder schauen wir mal, wie es läuft dann. Er schickt sich zweimal Gold hintereinander. Für mich bedeutet das, er wird wahrscheinlich Bogenreiter-Start machen mit zwei Stellen. Dass er zwei Batches ja. Bogenreiter schnell raushaut und mit denen dann lästig ist. Vor allen Dingen auch, weil er jetzt mit mir die beiden Ställe auch gebaut hat. Ja. Schade eigentlich um den einen Trading Post. Tobi wird sich gerade wieder aufregen, weil das kann man ja nicht machen, so mit zwei Stellen spielen. Aber ich sag's euch, mit Lakota ist das gar nicht blöd. Der Vorteil. Na, ist, ja? Ich bin da, ich hab's auch teilweise gespielt, aber die geht auf mittellanger Sicht einfach die Ressourcen auf. Du kannst nicht aus zwei Stellen durchgängig pumpen. Das ist, kannst du am Anfang machen, wenn du die Ressourcenkisten hast, aber Midgame schon nicht mehr. Das Gute ist ja, es geht gar nicht darum, durchgehend zu pumpen, aber dadurch, dass du Kavallerie baust, bauen die relativ langsam. Und was du schon machen kannst, ist, du kannst quasi die Intervalle kürzer setzen. Dann hast du halt auf dem einen bildest du gerade drei aus und dem anderen bildest du dann auch schon einen aus, dass du im ersten vier hast und kannst dann dafür halt die Intervalle zwischen den einzelnen Pops ein bisschen kürzer halten, dadurch, dass du aus zwei Gebäuden versetzt ausbildest. Und das kann je nach Anwendungszweck schon praktisch sein. Ich weiß, das hört sich total komisch an, aber es fühlt sich gar nicht so blöd an, wie es vielleicht klingt. Übrigens, wenn man. Nee, blöd ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob das gegen Briten die beste Idee ist. Wobei, ich muss allerdings auch sagen, Panzerfahrer ist schon wieder jetzt erstmal eine Minute geidelt gewesen. Ja, das ist ungut. Und bildet gerade Musketiere aus, was. Vor allem gegen Bowrider, naja. Ja, gut, Bowrider ist wieder so eine schwierige Einheit, weil in der Masse zerlegen sie die Musketiere ohne Frage. Wenn der jetzt da reinreitet, den Kampf würde ich einfach gratis nehmen und fertig. Ja, nimmt auch. Erster. Wo bist du denn dran? Ich bin bei 7 Minuten 10. Ah, okay, dann passt das ungefähr. Ja, er ist da in der Mitte, gerade vor der Basis. Da ja, ich. Mal drei Musketiere für Lau. Na, die kamen gerade bei mir aus dem Schatten raus, deswegen. Ja, ah, okay. Ja, ja. Ja, wenn man sich das mal anschaut, wie die Karte erkundet ist, Panzerfahrer hat es ja ausgezeichnet gemacht, muss man sagen. Hat es tatsächlich geschafft, die gesamte Karte zu erkunden, wie das hier aussieht. Human ja. Auch fast. Ihm fehlen vielleicht hier und da ein paar Hinweise, also zum Beispiel eine Herde im Norden, die ihr vielleicht irgendwann brauchen könnt. Aber ansonsten, er steckt halt gerade viel zu viel Gold. Muss man sagen. Panzerfahrer hat einen Schiffsladung frei. Geht jetzt übrigens auch auf die Kombi. Also wir haben jetzt hier die Langbogenschützen und Musketiere. Ja, okay, dann ist das auf jeden Fall gut. Ja. Ich hätte am Start einfach Pikenier und Longbows gemacht. Einfach, dass du für Nahkampf und Fernkampf was du einen perfekten Konter hast. Aber so kann man es natürlich auch machen. Mhm. Oh, kriegt er vielleicht die Bowrider abgefangen? Okay, nicht. Ja, gut. Was ich mir halt denke, ist, das Problem ist mit Bowrider, wenn sie gegen Musketiere kämpfen, haben sie halt den enormen Vorteil, doppelte Angriffsgeschwindigkeit von einem Musketier. Da können sie stehen bleiben und feuern. Aber die Langbogenschützen würden sie halt sehr stark dafür geschlagen. Ja, und da eidelt er mal, also über die Hälfte der Dorf, also fast die Hälfte der Dorfbewohner von Panzerfahrer einfach weg. Obwohl er gar nicht mal einmal stehen bleiben muss, um anzugreifen. Also ziemlich gut an der Stelle für Yu, glaube ich. Er geht auch schon ins Dritte mit dem Messenger, also der Bote. Ja. Was ich aber auch eigentlich relativ gut finde vom Panzerfahrer, ist halt, dass er die Häuser so aufgestellt hat, dass er eigentlich relativ viel sieht, bevor die Bowrider kommen. Nur dann anständig darauf reagieren können, ist das andere. Ja, absolut, absolut gut gemacht, weil es gibt ihm halt immer ein paar Sekunden Vorwarnung, würde ich sagen. Und jetzt kommt natürlich das Grausen für ein Musketier-Armee. Jetzt kommen nämlich aus zwei Stellen und von der Heimatstadt Musketierreiter. Man kann es, glaube ich, für einen relativ ähnlichen Preis. Oder 120 Nahrung, 90 Gold, 125 Nahrung, 75 Gold. Also sogar ein bisschen billiger, wenn du so querrechnest, könnte man auch mit Taschunken das gleiche machen. Das würde ich gerne mal sehen, eine Taschunke-Build-Order. Weil die im offenen Fight auch nochmal so rein, ganz anders reinknallen. Also Bogenreiter sind super, aber Taschunke in manchen Matchups, glaube ich, auch witziger. Ja, vor allen Dingen, die werden ja stärker, je mehr das sind, wenn du dann auf einen Schlag 14 Taschunken rausbringst. Die zerfetzen dann alles am Anfang. Ja. Ja, und jetzt, oh Gott, ich weiß, was er, glaube ich. Also, wenn der Kampf hier länger geht, da kommen gerade 1000 Holz und 1000 Holz schickt sich der Lakota eigentlich aus genau einem Punkt. Und zwar Boom, 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 sage ich da nur. Wobei, ich muss sagen, gerade ist das von Newman vielleicht sogar ein Problem. Okay, noch. Weil die Longbows
sind gegen den gesamten zweiten Konter. In der Theorie schon. Das Problem ist, in der Praxis haben die halt die Longbow-Schütze auch nicht unendlich viel Leben. Und du siehst ja, die werden gerade richtig hart über den Haufen geschossen. Dadurch, dass er gerade davon gelaufen ist. Also die Armee wird es nicht lang geben. Und es aged halt auch Panzerfahrer gerade. Das ist richtig bitter für ihn, weil seine Einheiten werden komplett weggeballert. Vor allen Dingen, die Longbows waren vorne, die Musketiere hinten. Ja, und jetzt werden die kommt man auf. Er ist quasi davon gelaufen und hat sich nicht mehr umgedreht. Und dann hätte er mir ein bisschen mehr Feuer noch gehabt. Aber jetzt steht er halt ohne Armee da. Es kommt schon was, aber was kommt hier? Der Adventurer, das heißt nochmal Langbogenschützen aus der Heimatstadt. Also aus dem Dorf sind wir das Agen, aber... Oh, das bringt ihm jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Ja. Zwar ein guter Call mit dem Age-Up, aber... das könnte vielleicht sogar sein Grabner gewesen sein. Ja, er hat halt genau in dem Moment... Also Human hat perfekt gedrückt, genau im richtigen Moment, muss man sagen. Und Lakota in einer sehr schönen Position gerade. 3000 Punkte Vorsprung in der Zivilisation, die underscored, also gegenseitig im Vergleich halt, oder? Gerade mit Briten müsste es eigentlich ganz anders aussehen. Das ist definitiv. Normalerweise überscoren die Briten halt wegen deren Langbauhäusern eigentlich. Währenddessen Lakota, wie du schon bereits so schön gesagt hast, einfach komplett unterscoren. Jetzt kommen auch noch ein paar Axtreiter davon von You. Ja, und er hat auch so einen Tanzplatz natürlich. Die Axtreiter zusätzlich nochmal das Axtreiter-Upgrade. Ja, kommt auch noch raus. Der Chief wird wieder belebt. Und er kann sich da eigentlich die gesamte Karte schnappen, wie er will. Also, ich meine, es sieht punktetechnisch sehr knapp aus natürlich. Aber man darf nicht vergessen, 32 Dorfbewohner für Chief Human zu 37 von Panzerfahrer, der auch erst jetzt seine Stahlfallen bekommt. Was natürlich heißt, dass er wirtschaftlich auch nicht so einen großen Vorteil vor Human hatte, wie man das gern hätte, an und für sich. Der Panzerfahrer war indessen sehr unentschlossen, was er sich als erstes schicken wollte. Er hat seine fast fertigen Longbows, die 10 Longbows, die er sich schicken lässt, abgebrochen, dann fürs Holz. Und hat das auch wieder abgebrochen, dann nochmal für Yeoman, also das Range-Upgrade für die Longbows und... Wird die nächste Armee dann geschnetzelt. Und zwar ganz übel. Ja. Das Problem mit Yeoman ist halt, es hilft ihm nicht so viel, wie er gern denken würde, gegen den Bowrider und alles. Weil Reichweiten... Ja, und da haben wir das GG. So schnell kann es gehen. Zwei recht knackige, kurze Spiele. Ich meine, was heißt zwei? Ein knackiges, kurzes Spiel jetzt mal erst. Das zweite gucken wir dann danach noch. Aber hier eindeutig komplett zerlegt die Armee. Und halt, Human wirklich... Genau das gespielt, wie du mit Lakota spielen wirst, und Panzerfahrer halt ein bisschen unentschlossen, leider. Ist aber auch in der Situation ein schwieriges Matchup. Ja, allerdings, was man auch sagen muss, wenn Lakota gegen Briten mehr Ressourcen hat, dann ist auf jeden Fall für den Briten einiges schiefgelaufen. Ja, und das konnte man leider auch in dem Fall sehen. Ja, wir ressourcentechnisch 1000 mehr Ressourcen für Lakota fast und normal mehr Ressourcen bei den Gratiseinheiten. Wirtschaftlich vorne. Militärisch braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Nur 34 Militäreinheiten, aber halt eine 6:1er Kill-Death-Rate. Und ja, also Panzerfahrer konnte Human für seine Spielweise absolut nicht bestrafen. Es war leider, also was ist leider, aber ziemlich krass gespielt von Human. Sehr sauber auch in vielen Bereichen. Also das hat er sich sehr schön zurechtgelegt eigentlich. Ja. Militärbevölkerung, schau dir das mal an. Bei Minute 9 9,29. Naja. 30 Militärbevölkerung. Das ist eben dieser Pop von den 5 Gewehrreitern, die ja dann auch den ganzen Kampf hier zerlegt haben. Aber das war auch perfekt getimed, einfach da alles so. Ja, ja. Da hat er auch schon Erfahrung. Das hat er letzte Saison schon mal bei Käselord gemacht. Der hat ihm sogar das Dorfzentrum gelöscht mit einer riesigen Musketiermasse. Aber die Musketiermasse ist dafür komplett zerpflückt worden. Und dann war auch das Spiel GG damals. Ja, spannendes Spiel, und dann würde ich uns sagen, schauen wir uns nachher gleich noch das zweite an, oder? Bist du dabei? Beziehungsweise halt das erste. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und da sind wir schon wieder mit dem zweiten, ersten Spiel. Ich weiß, es ist in der Aufnahme ein bisschen vertrackt, aber wir haben zu spät mit der Aufnahme begonnen, weil wir nicht gewusst haben eigentlich, dass wir jetzt hier spontan aufnehmen. Was Mystery?
Und deshalb nicht irritiert sein lassen. Das hier ist das erste Spiel, das wurde also zuerst gespielt und Mongolei war das zweite hinterher. Ja, damit man sich so gerade ein bisschen von der Reihenfolge her auskennt. Aber die gleichen Spieler, der gleiche Spieltag und die gleichen Chancen auf Sieg und Verlust. Also bin ich schon mal gespannt. Genau. Wir haben ja schon mal... Ja? Sorry. Aber irgendwie ist es immer so, wenn ich irgendwas... in meiner Aufnahme beteiligt bin, dann ist es immer irgendwas mal schief gelaufen bei den Aufnahmen. Keine Ahnung warum. Passiert. So. Ja, wir haben auf jeden Fall auf der Karte Otto Main, fragt Panzerfahrer gerade. Ich glaube, er hat Human noch nie Otto spielen gesehen oder er hat generell Human vielleicht einfach noch nicht spielen gesehen. Großartig. Wir sehen ja von Human den, also einen der möglichen klassischen Starts für Otto, oder? Ich meine, Moschee, Handelsposten, 50 Holz irgendwo extra herbekommen und dafür ein Haus gebaut. Also ziemlich, ziemlich entspannt. Kann sogar noch nebenbei schreiben, weil es so entspannt läuft hier mit dem Hochgehen. So, decktechnisch übrigens. FF Land hat zwar die Seidenstraße dabei, was mich ein bisschen irritiert. Aber sonst, das Deck sieht eigentlich, finde ich, ganz solide aus, was er so dabei hat. Mameluken. Kirchenkarte vielleicht ein bisschen verwirrend. Das könnte auch ein FI-Deck sein. Vor allem auch mit den Mosquito-Construction, also dass die Improvements billiger werden. Ja, von der Konstruktion. Das ist klar, ja. Weil das. Die Karte macht halt dann so viele gute Sachen in der Moschee nochmal besser. Also nicht nur die. Wie heißen sie? Die Füsiliere, die Nisam-Füsiliere. Sondern auch, wenn man ins Vierte kommt, kann man sich darüber ja drei Artilleriestücke schicken lassen. Also drei große Haubitzen. Bombarden, so heißen die Dinge. Great Bombards. Ja. Weil du gerade meinst, du bist verwirrt mit Silk Road. Ja. Das ist ja auch theoretisch einfach ein Ersatz für ATP, weil ja auch zum Beispiel die Trading Post dann 25% mehr XP generieren pro Fuhre. Ja, das stimmt natürlich. Das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, so vier Handelsposten hat, dann ging es. Hätte man 5, wenn man die alle haben würde, so vom Wert her. Aber auf der Karte zahlt sich es auch nicht aus, würde ich sagen, weil wir haben ja nur maximal 3. Ne? Ja gut, aber wenn das halt so ein Standard-FF-Deck ist, ja, kann man das halt auf jeden Fall gut mitnehmen. Ja. Also bis auf die Kirchenkarten und das bin ich eigentlich sehr entspannt, das ganze Ding. Ich finde es einfach schön, wie einfach hier einfach beide erstmal so ganz nett zu Smalltalk betreiben, während sie gerade hier am Spielen sind. Haben also nichts anderes zu tun. Ich muss sagen, für Panzerfahrer, ohne jetzt gemeinsam zu wollen, für Panzerfahrer ist es nicht ganz so spannend wie für Human. Für Human ging es ja tatsächlich darum, ob er absteigt. Ich glaube, mit dem einen Sieg im ersten Spiel müsste das schon abgewendet sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber er steht auf jeden Fall schon mal besser da als davor. Er ist nicht mehr fix auf dem absteigenden Ast. Aber Panzerfahrer auf der anderen Seite, der ist ja derzeit auf dem letzten Platz, glaube ich, in der Liga. Ist aber auch, also war jetzt sehr lang mit der niedrigsten Elo in der dritten Liga und man merkt einfach, das sage ich ja immer wieder, dass sich schon die Liga insgesamt sehr stark professionalisiert. Also da werden Build-Orders gefahren und alles mögliche, so richtig aufwendige Vorbereitung betrieben, dass die Leute oft über ihrer Elo spielen gefühlt. In dem, was sie dann hier zeigen. Manchmal haben wir auch totale Idiotenmomente, auch von mir selber manchmal. Aber ich glaube, kann man dem zustimmen so? Also, dass hier schon viel Vorbereitung erfolgt im Vergleich zu einem simplen Ranked natürlich? Normalerweise ja. Weil man guckt sich, oder einige gucken sich halt an, wie spielen die Gegner, wie kann man eventuell was abnehmen, welche Sifts spielt man dagegen. Und allein ein Faktor, dass man sich denken kann, welches Sif der Gegner spielen könnte, unterscheidet das ja einmal zum Ranked-Match. Ja. Wo du ja nicht sehen kannst, welches Sif dein Gegner vorher spielt, bevor er wirklich vor deiner Tür steht. Wir kommen übrigens bei Human mit dem Governor hoch, also mit dem Gouverneur, das heißt ein Turm und 200 Gold, also ja, FF, der Gedanke bewahrheitet sich. Und er hörte tatsächlich von einer Herde hier drüben, die zweite von da. Drei Herden treibt er gerade zu sich her. Und das finde ich super, weil damit nimmt er halt auch, nimmt der Panzerfahrer viel von seinen Angriffsmöglichkeiten eigentlich. No. Ist jetzt bei 4 Minuten 8, also sehr solide A-Sharp-Zeit. Währenddessen gerade Panzerfahrer gerade bei der Hälfte war zu dem Zeitpunkt. Ja, also der wird so bei 4,40 nehme ich an oder sowas hochkommen.
Und da ist Human, schau mal ganz kurz auf die Ressourcen. Boah, das ist auch stark. Jetzt schon auf 1000 Nahrung, hat genau das Gold, das er braucht. 200 vom Age Up, 100 davor schon in der Bank und 700 aus der Heimatstadt. Das heißt, Human geht hier wirklich auf eine Punktladung, auf eine Punktlandung natürlich zu, was das Age Up angeht. Dahinter kommt auch schon die 700 Hut, die er sich dann nach dem Gold schicken lässt. Währenddessen gerade Panzerfahrer im zweiten jetzt mal ist und sich die 5 Kosaken geholt hat. Die 700 Gold sind jetzt bei Human angekommen, das heißt, jetzt geht es nur mehr um das Gold, um hochzugehen. Ich nehme an, hat er denn, lass mich mal kurz gucken, er hat die Spahi mit im Deck und das muss man ja sagen bei dem Matchup. Spahi, Spahi, Sipahi, wie auch immer, ganz egal. Also, wie das jetzt läuft, wenn er die Spahi rausbekommt gegen eine H2-Armee vom Russen, also wenn da nicht super viel Masse da ist, ist das gleich verheerend. Da kann der Russe fast nichts machen im Zweiten. Ich glaube auch, selbst mit einer Masse, wenn da halbwegs gut Masse bist, ist da alles erstmal weg. Ja, weil vielleicht. Musketiere sind ja jetzt nicht die beste Antikraft von den Russen. Ja. Und jetzt kommen gerade die 5 Kosaken, währenddessen Human schon längst am Agen ist. Ja. Mit was Age denn hoch? Was haben wir da? Oh, der Exilprinz. Das heißt, der Age schnell. Das könnte. Ja. Das könnte ein bisschen ungut sein, weil er ja keine Schiffsladung frei hat. Oder wie siehst du das? Ja, das könnte noch knapp werden, aber er wird keinen wirklichen Vorteil daraus beziehen können, wahrscheinlich, weil er ist jetzt gerade geidelt, kann jetzt keine Nahrung sammeln für die Spahis. Und wird zwar mit knapp die Silk Road Karte bekommen, aber wird ihm nicht so viel bringen. Ja. Und jetzt kommen die ersten Strelizen von. Aber die lassen sich auch wieder ins Buchshorn jagen, wie wir heute schon gesagt haben, nämlich vom Außenposten, der ja hier eigentlich gut seinen Zweck erfüllt. Er warnt Human relativ frühzeitig eigentlich vor Angriffen und er macht auch ein bisschen Schaden hier auf die Kosaken, sodass die sich 100 Jahre lang unterm Dorf sind, um aufhalten können. Definitiv. Ja, da kriegt er jetzt vielleicht einen. No. Boah. Also der ist gerade wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen, aber den da oben wird es wahrscheinlich erwischen. Auch nicht. Wow. Also entweder Panzerfahrer hier echt unglücklich oder Human mit dem Glück seines Lebens schafft es tatsächlich alle Dorfwunder zu retten. Schickt sich jetzt übrigens das erste Schiffsladung 5 Husare. Mhm. Weil die beide Siedler mit 4 HP. Boah. Also das war definitiv abgemessen oder so. Schwitzig, schwitziger das, würde ich sagen. Das ist so die Steigerung davon nochmal. Allerdings muss man auch sagen, dafür, dass man hätte auf die Spahis gehen können, sind ziemlich viele Siedler auf Gold und dafür relativ wenig Siedler auf Nahrung. Ja. Schau dir mal das Deck von Panzerfahrer bitte an. Ist ja auch super spannend. Das sehe ich für einen Russen ganz, ganz selten. Also erstens mal Landnahme. Sehe ich halt nicht ganz ein. Die Duellschule auch nicht. Also er hat ja gefühlt eher so ein späteres Deck da mit diesen Upgrades. Infanterie hat eine Infanterieladung drin. Ja. Aber dafür, okay, er hat Dueling School und Fencing School. Ja, nur Dueling School wäre jetzt bitter gewesen. Also wenn man Dueling School reintut und Fencing School nicht, dann ist ein bisschen wild, würde ich sagen. Ich kann es nur wiederholen, ich bin kein Fan von den Karten. Ja, bin ich da auch kein. Also für einen Russen kann man noch irgendwo dafür argumentieren, aber nicht im Early Game. Das ist was, das sich nur auszahlt, wenn du hart ins Late Game gehst damit, glaube ich. Weil du halt die Ausbildungsgeschwindigkeit dann auf den russischen Einheiten hast und dann kommt Kosteneffizienz zu Ausbildungszeit, die effizient ist hinzu, dann summiert sich's irgendwo. Aber das sieht man dann halt eher in Teamgames und nicht in einem 1 gegen 1. Vielleicht hat sich Human mit einem sehr effektiven Raid, kann gerade da Panzerfahrer nicht wirklich gut gehört hat. Wir erinnern uns ans erste Spiel. Human ist einfach generell, ich glaube, der Fachwort hierfür ist ein Arsch, was Raiding generell angeht. Nutzt es auch aus, die 5 Husare holt er den Wert raus, weil immer noch 10, 18, jetzt erst kommt die Dorfbewohner raus. Das waren sicher 20, 30 Sekunden auf jedem dieser Dorfbewohner, wo sie nicht gesammelt haben. Also eigentlich die gesamte Eco von Panzerfahrer hier hinten. Und er hat ja auch, glaube ich, relativ viel auf Wills verzichtet. Wenn wir hier so seine Dorfbewohnerzahlen anschauen, oder? Weil sogar Human ist auf 17. Ja, der bildet jetzt auch gerade nichts aus. Von Nahrung her.
18 Siedlern. Da hat er zwei Batches gemacht daraus. Ja. Mhm. Wir haben auch militärisch, sieht schwierig aus, 10 Strelitzen, ein hinteres Blockhaus. Ich meine, das Blockhaus ist immerhin kein Fehler, weil es halt ihn ein bisschen mehr abdeckt, aber dass er es braucht, ist problematisch. Er hätte vielleicht da besser hören müssen. Das ist was, das sagen wir ja alle, du, ich, Tobi, alle, immer wieder ganz dolle. Herden, macht das ganze Leben leichter auf allen Elo-Stufen. Ja, auch wenn ich zum Beispiel da jetzt auch nicht so effektiv beim Herden bin, aber die müssen halbwegs unterm Town-Center sein, weil sonst ist beim Raid einfach alles weg. Ja. Ah, das sehe ich jetzt gerade auch nicht ganz ein. Ich meine, Human hat jetzt hier einfach die Gelegenheit genutzt, hat mit seiner ganz ordentlichen Janitscharen-Masse das Blockhaus eingerissen, was schon mal gut ist für ihn, so ein bisschen Druck wegnehmen. Auf der Seite stehen Kavallerie zum Raiden, alles klar. Und ein Speer, der da ganz frecherweise vorbeiläuft, kommt hier sogar mit dem Leben davon. Aber was ich problematisch sehe, ist, dass Panzerfahrer sich hier gerade tatsächlich die 13 Strelitzen durchballert. Im zweiten. Geht zwar ins dritte mit dem Exilprinzen, aber holt sich trotzdem eine Schiffslandung aus dem zweiten. Ah, schwierig. Weil ja, alle im dritten hätten halt nochmal ordentlich mehr Wert. Also wir sehen es ja eh. Umgerechnet sind es ja so 700 Ressourcen plus ein bisschen für die Ausbildungszeit. Hier wären es mehr, hier wären es mehr. Also er hätte halt ganz viele Möglichkeiten gehabt, das ein bisschen gewinnbringender vielleicht einzusetzen. Vor allen Dingen, jetzt hat er auch im dritten einfach keine Schiffsladung mehr. Ja. Das heißt, ihm bringt das einfach gar nichts. Er hat jetzt, muss jetzt gerade Häuser bauen, hat jetzt kein Holz mehr. Kann jetzt nur Musketiere bauen. Gegen Janis, naja, schwierig. Ja. Und hat jetzt keinen Vorteil, weil er keinen von den Shipments im dritten sich holen kann. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Yu eiert hier, glaube ich, auch ein bisschen rum. Also der gute Human hat jetzt zwar seine Kanonen, aber ist permanent gehaust mit 64 zu 60 und kann sich auch gefühlt seit 100 Jahren halt das Upgrade nicht leisten auf die Janitscharen. So eleganter das zweite war, so, naja, es ist ein bisschen, es happert gerade ein bisschen bei beiden, oder? Ja. Also mit dem zweiten meine ich das zweite Zeitalter, zumindest für Yu, das war ja wirklich sehr direkt. Das war eine Bombe eigentlich. Ja. 6 Minuten Age-Up-Zeit war das. Es kamen die ersten Truppen vom Panzerfahrer an. Das war extrem gut gemacht. Allerdings, jetzt pusht er mit den Janitscharen, die jetzt leider nicht Veteranen sind. Ja. Was ihm aber enorm helfen könnte. Der Panzerfahrer, sieht er da schon die Kanonen? Das würde mich jetzt interessieren. Das Blockhaus hat jetzt... Ja, jetzt sieht er spätestens die Kanonen. Jetzt kommt auch das Upgrade für ihn durch. Was haben wir? Upgrade auf die Musketiere. Wir haben 5 Musketiere am Feld, 21 Strelitzen. Ich weiß nicht ganz, ob das jetzt das Upgrade war, das er an der Stelle gebraucht hat. Human geht ihm auf jeden Fall mal auf den Sack, ballert sein Blockhaus nieder und ist gleichzeitig wieder mit der Kavallerie daran, die Dorfbewohner zu bedrohen. Also hier gleich wieder Aktivität auf mehreren Ebenen. Ja, krass. Wird nicht mal wirklich bestraft dafür von der Infanterie, einfach weil sie halt so schwach sind, dass sie auch die Reiter nicht niederballern konnten. Und dann 5 Musketiere werden da jetzt auch gegen die Husaren nichts mehr machen. Ja, ja. 10 jetzt in dem Fall, aber... Ja, es hat jetzt Panzerverhalt. Vor allem das Problem, er hat jetzt erst wieder Haus für den Block, genug Holz für den Blockhaus. Also eine sehr, sehr schwierige Situation. Und er rennt halt mit den Strelitzen auch noch hinter den Husaren, ja. Was schwierig ist. Währenddessen Human schön genüsslich einfach die Base mit kurz und klein schießt. Ja, Human leider auch immer noch nicht auf H3-Einheiten. Aber immer noch haust. Ja, und immer noch haust, der fast. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Genauso. Ja, Panzerfahrer baut währenddessen weiter an seinem Blockhaus. Bei mir ist das Blockhaus gerade fertig geworden, aber er wird auch nervös gemacht, weil von rechts ist ein Riesenhaufen Grimrich-Deinschauer Janitscharen mit 2 Kanonen nebenbei. Und links stehen halt Husare, die ganze Zeit so ein bisschen auf seine Wirtschaft schielen. Und egal in welche Richtung es ist, er hat auf jeden Fall einen verloren. So mehr oder weniger. Zieht er die nach einer Seite, dann kommt die eine Masse hinterher und zieht er sie auf die andere Seite, kommt die Ustanung, Raining, alles aber, weg. Aber schau es an, es kommen jetzt auch 2 Falkonette von Panzerfahrer, wenn die gut reinhauen, das wäre jetzt der Gedanke. Wenn die gut reinhauen, dann könnte da noch was Schönes passieren, würde ich sagen. Ja, und vor allen Dingen, wenn er noch ein paar
Musketiere rausbringen würde, was er jetzt nicht hinkriegt, weil er haust ist, weil Human eine sehr gute Leistung macht, die Häuser wegzuschießen, kann er sogar dem Otto gefährlich werden mit seinen Janitscharen. Ja, ja. Musketiere sind auch ein ähnlicher Level. Gehen wir auf Sichtweite. Human sieht die Kanonen nämlich nach wie vor nicht. Und es müsste Panzerfahrer jetzt fast ungestraft da reinballern können. Aber nur mit einer Kanone. Die andere hängt an dem verdammten Baum fest. Und er schießt dann auf einmal auf die andere. Verliert selber eine Kanone, weil Human besser fokust. Und da wird beinhart das Ganze rausgeschossen. Die Kanone von Human lebt immer noch, kriegt sogar noch eine Salve in die Musketiere und jetzt gehen die Janitscharen in den Nahkampf. Ist das böse. Ah. Und da haben die... Da haben sämtliche Einheiten von Panzerfahrer jetzt ein Problem. Ja, 210 Leben hier. Oh, und von hinten, da hat er sich nochmal Bronzerwitzen. Haben wir die geschickt bekommen oder wollte die her? Er hat sie geschickt. Hat 6 Bronzerwitzen, ja. Und das ist natürlich jetzt perfekt. Die können einmal schön reinschießen, während die gesamte Infanterie jetzt im Erdboden gleich gemacht wird. Ich stimme kommen dir auch noch zu. Die drei Husaren. Ja, ich stimme dir zu und ich stimme Panzerfahrer an der Stelle zu. Das war es tatsächlich. Also hier ist er komplett auseinandergenommen worden. Und es war einfach wieder, es war wie im ersten Spiel, das wir uns angeschaut haben. Ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen ungute Position. Es ist halt auch Human mit also es waren gute Matchups, würde ich sagen, für Human. Otto ist so schnell, dass halt der Druck vom Russen dann oft schon in die H3-Einheiten reinläuft. Und da kommt dann halt doch die Qualität der Einheiten, glaube ich, über der Kosteneffizienz raus noch. Vor allem, weil Panzerfahrer wirtschaftlich nicht so stark gegangen ist insgesamt. Er hat zwar mehr Ressourcen gehabt am Ende, wenn man sich schon Statistiken anguckt. Ja. Allerdings konnte er sie sich nicht verwenden, weil zum Beispiel einfach die Wood, 500 Wood gingen dann einfach allein für das beiden Blockhäuser down, die er bauen musste und für die gesamte Häuser auch noch ein paar. Ja, und Chief Human halt auch 4000 Ressourcen, also freie Gratis-Einheiten, so gute 1200 Ressourcen mehr an dem Punkt, also ist wieder ein bisschen ausgeglichen, oder? Militär, Punkt genau ausgeglichen sogar. Aber die Kill-Death-Rate zeigt es wieder. Genau. Die ist russisch, klar, aber halt auf eine Art, wo der Russe dann trotzdem nicht gut ausschaut am Ende, weil er hat nicht mehr Militär. Er müsste halt dann auch Massen mehr haben, dann ging sie das schon aus. Und wenn wir mal auf Dorfbewohnerbevölkerung schauen, dann sehen wir auch Human die längste Zeit wirklich eben, dann reduziert er den Vorsprung von Panzerfahrer auch wieder. Also wirtschaftlich wundert es mich gar nicht, dass der so klein ist, der Unterschied. Also groß ist der Unterschied. So, kleines, so rum. Vor allem bei Panzer. Sache, erzähl. Nee, ich quatsche die ganze Zeit. Ja, was man halt auch sagen muss, weil man gerade sieht, mit Militärmacht, beide gleich viele Einheiten, allerdings, selbst wenn es H2 Janitscharen sind, die schlagen in Streets in H2 doch um Längen und da hätte doch auch das Shipment gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und schau dir das mal an. Hier, Human immer mehr Militärbevölkerung am Feld. Also zum Schluss auch 62 zu 49. Und dann nützt dir halt Kosteneffizienz auch nichts mehr, wenn du den Gegner nicht mit Massen zuscheißt, sondern wenn er die Masse hat im Vergleich. Aber ja, krasses Spiel. Man muss sagen, ich habe gerade nochmal auf die Map geguckt. Die Panzerfahrer mit bei Kosaken am Raiden noch. So. Ist er tatsächlich noch, ja, er versucht's noch, finde ich gut. Hat auch einen Siedler bekommen, also das war hat er auf jeden Fall gemacht. Ja, da haben die zweimal immer noch ein bisschen Wert erfüllt. Das sind ja, glaube ich, immer noch die zwei Kosaken, die aus der 5 Kosaken-Schiffsladung übrig geblieben sind tatsächlich. Ja. Oh, witzig. Ja, aber ich würde sagen, zwei sehr entschiedene Spieler. Also Human hat es schon sehr anständig gemacht. Im zweiten, in dem Spiel jetzt hier, vielleicht im dritten Zeitalter ein bisschen fahrig. Aber das Lakota-Spiel war gieriger. Das war das Spiel. Also wirklich, wirklich frech eigentlich fast schon. Und hier einfach mit starker Hand dann durchgedrückt. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also absolut schon gemacht. Ja, dann würde ich sagen, schönes Spiel mal wieder, schöne zwei Spiele, sehr flotte Strategien und auf definitiv was, wenn man sich so auf den Karten, wo sie gespielt haben, das anschauen will, also gerade Lakota auf der Mongolei, die Build-Order finde ich einfach spannend, gegen die richtigen Völker natürlich, gegen schnell agendes Volk oder ein schnell aggressiv spielendes Volk würde ich das nicht machen, wie es Human gemacht hat, aber ansonsten, ich meine, mir als Lakota-Spieler ist das Herz aufgegangen, ich kann mir vorstellen, die auch so
Ja, eigentlich schon. Und wir haben auch mit Human danach nochmal gequatscht. Also ihm ist, er hat uns so viel verraten über das Spiel, dass ihm auch quasi, also dass es ihm gut gefallen hat, sage ich mal. Kann man auch verstehen im Nachhinein, warum. Gut gefallen hat es euch hoffentlich auch zum Zuschauen. Mystery, mir hat wieder mal wie immer gut gefallen, den gemeinsamen Cast, würde ich sagen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß soweit. Ich hätte auch Spaß, genau. Ja, und dann, ich meine, heute ist Freitag. Video geht wahrscheinlich morgen hoch, also wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus.